Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein und Ihnen in den nächsten 15 Minuten einen Einblick zu geben, was wir tun, was die Colite tut, also meine Unternehmensberatung, aber wie wir auch mit der Firma LogMeIn zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Firma LogMeIn kennt, vielleicht ganz kurz, ein börsennotiertes Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, headquartered in Boston, haben mit Jahresende ca. 4.000 Mitarbeiter, alleine 1.000 Mitarbeiter sind dann in diesem Jahr hinzugekommen, macht 1,3 Milliarden Umsatz, also durchaus ein ganz spannendes Unternehmen und einer der Top 10 Software-as-a-Service-Unternehmen weltweit. Ich glaube, einige von Ihnen waren gestern am Abend schon dabei. Ich glaube, wir kennen uns vom gestrigen Abend. Es wird ein bisschen eine Wiederholung sein, möchte aber, dass Sie den Gesamtkontext verstehen, Ihnen auch ganz kurz die Colited, meine Unternehmensberatung, vorstellen. Ich habe die Unternehmensberatung Mitte 2011 gegründet, in Österreich, in Wien. Ich glaube, man hört es ein bisschen. Wir sind aber schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Europa unterwegs, schwerpunktmäßig da wiederum in Deutschland. Und der Schwerpunkt ist Modern Work, Work 4.0, DNA, das neue Arbeiten, Workshifting. Also dieses Thema hat ja viele Begrifflichkeiten und weil es ganz stark miteinander verbunden ist, auch das Thema Collaboration, haben wir uns ganz oben an die Fahne geheftet. Ja, wie schon gesagt, wir haben zahlreiche Kunden im deutschsprachigen Europa, vom wirklich kleinen mittelständischen Unternehmen bis zu Fortune 500 Konzernen ist da wirklich alles dabei. Das macht unsere Arbeit natürlich extrem spannend und sehr vielseitig. Wenn wir heute über Herausforderungen sprechen, das möchte ich ganz kurz präsentieren, um Ihnen diesen Gesamtkontext zu geben. Was haben denn unsere Kunden für Herausforderungen? Auf der einen Seite reden wir mit unseren Kunden natürlich über das Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Sie werden es vielleicht schon nicht mehr hören können, es ist schon ein bisschen abgedroschen, aber im Prinzip geht es darum, wie dieser eine Spruch, den Sie sicherlich kennen, dass alles, was digitalisiert werden kann, früher oder später auch digitalisiert werden wird. Und da machen viele Unternehmen großen Blödsinn, weil sie versuchen, wirklich alles zu digitalisieren und keiner hinterfragt, ob es wirklich einen Sinn macht. Es geht um Flexibilisierung der Arbeit, ganz klar. Es geht natürlich um eine höhere Produktivität. Also wie schaffe ich eine höhere Produktivität in den Organisationen? Auf die Mitarbeiter runtergebrochen, obwohl ich diesen Begriff nicht mag. Work-Life-Balance ist ein großes Thema. Sie sehen schon, wir versuchen das Thema moderne Zusammenarbeit, Modern Work, ganzheitlich zu betrachten. Es geht um Teamwork, wie kann ich Teamwork verbessern? Es geht um das Thema Weitergabe von Wissen. Sie kennen den Spruch wahrscheinlich vom Dr. Pierer, dem ehemaligen Siemens-Vorstand, der gesagt hat, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Das bringt das Thema ganz gut auf den Punkt. Es gibt so viel Wissen in den Organisationen und es wird nicht geteilt. Also ich war auch ein bisschen schockiert, wie das Thema heute gekommen ist. Enterprise Social Networks, das haben ganz wenige aufgezeigt. Aber es gibt sicherlich andere Plattformen, die sie nutzen, vielleicht unter anderen Begrifflichkeiten. In der IT-Branche sind wir ja Weltmeister, dreistellige Abkürzungen zu erfinden, die ein paar Jahre später ganz was anderes heißen. Sie kennen das. Arbeitgeberattraktivität ist ein Thema. Ich habe gestern auch Gespräche geführt, wo viele beklagt haben, wie schaffe ich es, Mitarbeiter längerfristig in der Organisation zu halten? Wie schaffe ich es, neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen? Riesengroße Fragestellung. Aber auch heute auch gefallen, wie gehen wir mit dem Thema Komplexität um? Unsere Welt wird immer komplexer und ich denke, dass es oberste Managementaufgabe sein muss, die internen Prozesse, Kommunikationsprozesse, aber auch die Prozesse mit den Interessenten und Kunden einfacher zu gestalten. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, mit dem sich heute alle Unternehmen beschäftigen müssen. Und natürlich, wie gehen wir mit der Beschleunigung um? Die Welt beschleunigt immer weiter. Dementsprechend ist es auch hier wichtig zu schauen, was kann ich tun, um mit dieser Beschleunigung entsprechend auch mitzukommen. Also wenn ich mir den Vortrag von Continental anhöre, dann war der irrsinnig spannend, inspirierend, aber die legen irres Tempo vor. Das heißt, ein irres Tempo und das muss ich als Organisation auch entsprechend mal durchhalten. Denn Business ist, wie Sie wissen, kein Sprint, das ist ein Marathon. Also wir müssen entsprechend langfristiger denken und nicht kurzfristige Erfolge einfahren. Um diese ganzen Herausforderungen zu lösen, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie anfangen zusammenzuarbeiten. Also wir sehen das in so vielen Organisationen,
dass ein Silo-Denken vorherrscht. Eine Abteilung redet mit der anderen Abteilung nicht, weil man sozusagen entsprechend eigene Mauern aufgebaut hat. Und gute Zusammenarbeit basiert auf vielen Themen, natürlich auf kulturellen Voraussetzungen, aber natürlich auch Technologie spielt in der Zusammenarbeit eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil Arbeit immer flexibler wird. Es gibt auch eine ganz interessante Studie, CXOView 2025, ganz klar sozusagen das Ergebnis, dass Flexible Working becomes the norm. Das heißt, flexibles Arbeiten wird immer wichtiger werden, auch natürlich die ganzen kontroversiellen Diskussionen, die geführt wird mit Homeoffice. Es gibt 50% der Studien, die sagen, Homeoffice ist ganz toll und bringt Produktivitätsvorteile. Die anderen 50% sagen, es bringt nichts und schadet dem Unternehmen. Sie können sich jetzt aussuchen, was für Sie passt. Als Berater sage ich immer, es kommt drauf an. Das ist überhaupt die beste Antwort, weil es ist wirklich sehr individuell. Man muss sich anschauen, wo steht die Organisation und wie kann ich die Organisation dorthin führen. Das noch zur Untermalung. Steve Jobs finde ich ein ganz gutes Zitat. Und ich möchte ganz kurz mit Ihnen auch noch das Thema, wie schaut Zusammenarbeit heute in den Organisationen aus? In vielen Organisationen ist E-Mail das Maß aller Dinge. Nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt, kennen Sie vielleicht. Also wird alles schön dokumentiert, große CC-Verteiler aufgebaut. Wissensmanagement findet im E-Mail-Posteingang statt. Ganz fatal natürlich, wenn ein Mitarbeiter geht, schaut dann nie wieder jemand rein. Und wenn Mitarbeiter kommen, dann ist es meine private E-Mail-Box, der hat keinen Zugriff und dementsprechend kann er von meinem Wissen nicht partizipieren. Ich rede gerne vom E-Mail-Wahnsinn. Es gibt ein Buch von Danitra Eckler, kann ich Ihnen auch gleich so mit auf den Weg geben. E-Mail macht dumm, krank und arm. Es stimmt wirklich. Versuchen Sie, E-Mail zu reduzieren. Und zwar haben dann viele Unternehmen gesagt, wir machen Telefonkonferenzen. Vielleicht kurze Frage, wer von Ihnen macht Telefonkonferenzen? Gibt es noch jemand? Meine Bitte, machen Sie das nicht mehr. Ja, machen Sie keine Telefonkonferenzen mehr, sondern versuchen Sie das Ganze entsprechend in andere Kanäle zu verlagern. Online-Meetings, Unified Communication, Collaboration. Warum? Mimik, Gestik, wenn ich entsprechend mit das Bild des Gesprächspartners mittransportieren kann, ist es so viel mehr an Informationen, die ich entsprechend mitbekomme. In manchen angloamerikanischen Konzernen, Sie haben Telefonkonferenzen, nach 5 Minuten wissen Sie nicht mehr, wer redet. Ja? Sie wissen gar nicht, was sind Sie alleine da, der frontal beschallt wird. Ja? Sie wissen gar nicht, was die anderen machen. Die haben sich gemutet, liegen auf der Terrasse draußen. Die Telefonkonferenz läuft weiter. Wenn ich das Videobild dazu habe, ist das eine ganz andere Qualität der Kommunikation. Online-Meetings alleine werden nicht ausreichen. Sie werden vielleicht irgendwann mal auch die Telefonkomponente dazu brauchen. Also im Prinzip Unified Communication and Collaboration. Und weil es eine Spezialdisziplin ist, bin ich ein absoluter Fan von Webinaren. Wir haben heute auch gehört, Wissensvermittlung. Sie sind gefragt worden, welche Lernformen bevorzugen Sie? Keiner hat gesagt Webinare. Und ich frage mich, warum? Das ist so ein tolles Format, aber eine andere Geschichte. Und auf der anderen Seite Social Collaboration, Enterprise Social Network. Und was so wichtig ist, Online-Projektmanagement. Warum ist das so wichtig? Weil die Organisationen in Zukunft immer mehr mit externen Personen zusammenarbeiten müssen. Dementsprechend ist Online-Projektmanagement hier ganz, ganz wichtig. Ich mache das einmal ganz schnell durch, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Das ist so das typische Dienstleistungsportfolio eines Unternehmensberaters. Wir machen Mitarbeiterbefragungen, wir schauen, dass eine Online-Meeting-Kultur aufgebaut wird, wir definieren Kommunikationsspielregeln, wir schauen, wie schauen Social-Collaboration-Lösungen aus und so weiter. Helfen Unternehmen auf dem Weg zum Homeoffice. Viele IT-Unternehmen schubsen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice und sagen, können wir eh, wissen wir, wie es funktioniert? Nein, mitnichten. Sehr oft ist es eigentlich ein durchaus großes Change-Management-Projekt, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Führungskräfte. Was heißt das, Mitarbeiter zu führen, die ich nicht mehr sehe tagtäglich? Der große Unterschied jetzt, wie können wir uns auch differenzieren als Unternehmensberater, das ist im untersten Bereich, das sind Business Solutions, also Lösungen, die quasi softwareseitig das, was wir auf der Dienstleistungsseite entsprechend tun, unterstützen und ergänzen. Und da kommt die Firma LogMeIn ins Spiel, ich habe schon erwähnt, ein großes börsennotiertes Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, in Europa noch nicht so ganz bekannt, aber vielleicht kennen Sie die Produkte, es ist ja ein House of Brands, GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining, schon mal gehört wahrscheinlich. Es gibt aber auch Lösungen wie Passwortmanagement und Chatbots. Und beginnen möchte ich mit dem Thema GoToMeeting, weil eine Online-Meeting-Kultur für mich eigentlich die Grundvoraussetzung ist für Homeoffice, für flexibles Arbeiten. Und wir haben ein Beispiel, habe ich Ihnen mitgebracht, das ist die Frau Bettina Popaschnik.
von der österreichischen Hagelversicherung. Wir haben dort es geschafft, das ganze Unternehmen mit einer Online-Meeting-Lösung, also mit GoToMeeting, auszustatten. Jetzt hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, jederzeit ein Online-Meeting durchzuführen. Jeder hat eine Webcam bekommen, jeder hat ein Headset bekommen. Sehr viele Unternehmen haben Online-Meeting-Lösungen, nutzen sie aber nicht, weil sie vielleicht so kompliziert sind, weil ich möglicherweise keine Webcams habe. Viele Unternehmen, wo ich reingehe, wo ich höre, ja, wir haben Online-Meeting-Lösungen und man schaut sich um und keiner hat eine Webcam. Ein Online-Meeting ohne Webcam ist für mich kein Online-Meeting. Das ist vielleicht Screensharing mit ein bisschen Telefonie, aber es ist kein richtiges Online-Meeting, weil Mimik, Gestik so wichtig sind in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ja, GoToWebinar als Spezialausprägung von GoToMeeting, wo Sie ganz große Online-Meetings machen können für Marketing, für Training und so weiter. Nur ganz kurz aufgelistet, die Österreichische Post beispielsweise, aber auch die Deutsche Post, ich möchte nicht nur über Österreich sprechen, die Deutsche Post nutzt GoToMeeting und GoToWebinar in der Kommunikation mit Interessenten und Kunden. Ja, dann geht's weiter, GoToTraining, GoToConnect, die ganz neue Lösung, die mir besonders gut gefällt. Endlich haben wir nicht nur die Möglichkeit, Online-Meetings zu machen, sondern auch den kompletten Unified Communication und Collaboration Stack zu nutzen. Das heißt, Telefonie zum Fixpreis mit dabei. Das Produkt ist jetzt am 1. August in Deutschland gelauncht worden und die Kollegen von LogMeIn sind heute auch hier und können Ihnen das Produkt auch im Detail vorstellen und mit Ihnen auch die Partnermöglichkeiten hier besprechen. Nur der Vollständigkeit halber noch erwähnt, LastPass, Passwort-Management-Lösung. Wir alle haben unglaublich viele Applikationen, die wir tagtäglich nutzen. Und eigentlich sollten wir für jede dieser Applikationen ein eindeutiges Passwort nutzen. Das tun die wenigsten, interessanterweise. Und viele IT-Unternehmen oder viele IT-Abteilungen können einfach nicht messen oder wissen, welche Passwörter in der Organisation im Einsatz sind. Es gibt natürlich Single-Sign-On-Lösungen, aber bei weitem sozusagen deckt eine Single-Sign-On-Lösung nicht das ab, was Sie entsprechend an Applikationen nutzen. Und ganz aktuell, weil es auch in der Kommunikation ganz interessant ist, Bolt 360, das ist die KI- und Chatbot-Lösung, die eigentlich aus der einen Seite KI-Komponenten mit einer Beratungsfunktionalität, mit einem Contact-Center-Funktionalität integriert, wo auch diese Harmonie zwischen Mensch und Bot hergestellt werden kann. Also auch eine Lösung, wenn ich mir das ansehe, dass viele Bots heute auf Basis von Frameworks entstehen, wo Entwicklungsarbeit notwendig ist. Und hier reden wir von Bolt, von einer fertigen Applikation, die durch die Fachabteilung ohne IT-Zutun entsprechend angelehnt werden kann. Da gibt es noch eine ganze Reihe sozusagen weiterer Produkte. Mein Fazit an dieser Stelle ist, es geht darum, heute Kunden nicht nur zufriedenzustellen, sondern Kunden zu begeistern. Ich bin sehr froh, dass wir das eigentlich auch gemeinsam mit der Firma LogMeIn schaffen, Kunden zu begeistern mit den richtigen Produkten, die schlank sind, die skalierbar sind und auch entsprechend dem Zahn der Zeit sozusagen entsprechend genügen. Genau, es sind aber nicht nur die Produkte, und das war, glaube ich, noch ein ganz wesentlicher Aspekt, wo ich mir gedacht habe, was kann ich Ihnen mitgeben, warum eine Partnerschaft mit der Firma LogMeIn aus meiner Sicht so wertvoll ist. Es sind natürlich die Produkte auf der einen Seite, ein attraktives Modell, dass ich auch entsprechend was davon habe, wenn ich die Produkte empfehle. Aber es sind vor allem die Menschen dahinter. Ne? Das sind die Leute, die im Marketing arbeiten, im Sales arbeiten, im Pre-Sales unterstützen, im Vertriebsprozess. Es sind die Personen, die Customer Success Manager, die Kunden auch wirklich zufriedenstellen und am Ende des Tages sicherstellen, dass eben die Kundenerwartung nicht nur erfüllt wird, sondern hoffentlich in der Regel auch übertroffen wird. Ja, Viertelstunde war nicht lange. Ich bin jetzt fertig mit meinen Ausführungen. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit gerne, jetzt oder im Anschluss draußen. Also ich würde mich freuen, mit Ihnen in einen Dialog einzusteigen und kann Sie nur auffordern oder einladen, reden Sie mit den Kollegen von der Firma LogMeIn. Die haben ein spannendes Portfolio, auch wenn Sie noch nicht so bekannt sind. Vielleicht können Sie mal links und rechts von diesen ganz, ganz großen Brands, die Sie vielleicht im Portfolio haben, auch einmal schauen, wie kann ein kleineres Unternehmen, ein kleinerer Brand Ihnen helfen, möglicherweise neue Kundenschichten anzusprechen. Vielen Dank.